Ui. Willkommen zwischen deutschen Metal Hellsinger Gameplay Review und Gameplay wird auch gespielt. Ich habe das Spiel jetzt circa 8 Stunden gespielt, bin fast mit der Kampagne durch, habe ein paar Torments gespielt und man hört die Musik schon im Hintergrund bangern. Ein englisches Let's Play habe ich am Kanal mit Fokus auf Musik. Hab das Spiel jetzt gerade nicht in Deutsch nochmal installiert. Also, die Kampagne an sich ist zwar nicht so lang, ich schätze 6 bis 8 Stunden, wenn man nicht so sehr versagt wie ich beim vorletzten Bossfight. Da haben wir verschiedene Welten. Ich will euch ein paar Screenshots auf dem, oder eigentlich meine deutschen, englischen Thumbnails, Screenshots und Thumbnails auf dem Bildschirm hauen. Von den ganzen Welten da, wie die Eiswelt, ich nenne die Stygia Detroit-Welt. Ihr hört schon Musik im Hintergrund, die ist cool hier. In Gaustis, was auch immer das ist. Genau, nie hier. Und da bin ich gerade beim Versagen. Also, ihr habt die Main-Kampagne. Dann habt ihr Torments wie Giant Slayer, Relic Thief und so Sachen. Ich habe mich an beim Bar schon probiert. Killing River ist ganz schwer. Ich kann euch das mal schnell zeigen. Enter Torment mit den Base-Waffen. Ja, es ist ein Beat-Spiel und ihr müsst im Beat Leute, Dämonen killen. Darum geht es hier eigentlich. Und bei diesem Torment versage ich dauernd nur. Hab auch die Musik diesmal gerade leise. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt im Deutschen schaffe, wenn ich es probiere. Ja, hab schon versagt. Okay. Uff. I mean, make an omelet, break a few eggs, right? Ja. Mit Voice Acting, 30 Euro kostet das Spiel. 6 bis 8 Stunden lang die Main-Kampagne, die Torments werden sicher länger brauchen, überhaupt die schwierigen wie das hier. Und. Wo war ich hier? War ich. Enter Loadout. Ihr habt Loadouts, diese Waffen gibt es hier. Dann könnt ihr euch noch die Siegels freischalten, was extra Content ist. Ein Scoreboard, wie schnell seid ihr fertig? Ich werde das mal so spielen. Der letzte Boss ist ein bisschen schwierig, extremst schwierig. Und das sind die Siegels, die ihr freischalten könnt hier. Was wollte ich? Ghost Rounds ist was mit Munition und so. Ja, ja, ja. Und dann betritt ihr die Hölle. Ich lasse euch kurz mal die englische Cutscene laufen. Ah ja, alle Bildschirme gibt es auch. Natürlich, natürlich. Aber ich habe vor kurzem zum Beispiel Scave gespielt, was auch ein ähnlicher Höllenshooter ist. Aber dieses Spiel ist auf jeden Fall viel besser, deswegen will ich es auch gerne nochmal in Deutsch rüberbringen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal durchspielen werde in Deutsch. Sonst werde ich vielleicht einfach Speedruns probieren mit Scoreboard und lauter Musik. This was Acheron. Gears and cogs. Machinery of damnation. She's in the right spot, only, well, without me. Also diese zwei Waffen habe ich. Das sind sowas wie Wurfsterne. Yeah, unknown was solo now, but our bond wasn't broken. Just, on hiatus. Double Pisteln, Dashing, Schwert. Und bei dem Boss bin ich hauptsächlich versagt. Riesenkrabben, die man nicht anschießen kann. Okay, man kann sie anschießen. Aber sie sterben nicht. Sie sind zu groß. Trau ich mal die Musik ein bisschen lauter. Dann. Warte mal. Hier, hier, hier. Und dann gehen wir ein bisschen mit Musik hier durchzocken. Nein, okay. Acheron wasn't always so bad. Used to be the most orderly hell. Thank you.
Jo, man versteht's. Fast-paced, High-Action, laute Musik. Beat-Treffen funktioniert bei mir einfach nicht. 30 Euro. Es ist zwar wenig Kampagne, aber die anderen Spiele, die ich dieses Jahr schon gespielt habe, die auch so in die Richtung gehen. Wie Dorman, was glaube ich 40 Euro gekostet hat für eine 10-Stunden-Kampagne. Scave, was ich als einziges Spiel nicht durchgespielt habe. Von den Sachen, die ich ausprobiert habe. Wo ist der Boost hier? Ist dieses Spiel auf jeden Fall am besten. Es hat gutes Voice Acting. Troy Baker kennt man vielleicht. Das ist der englische Cowboy, den ihr gehört habt. Obwohl manche Leute sich schon aufgeregt haben wegen Cowboy-Stimme. Obwohl, finde ich eigentlich doch ziemlich cool. Keine Glitches so far, läuft ziemlich smooth. FPS kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber man spürt, dass da was, dass da alles passt. Ach komm schon, mach weg den Typen. Geht doch. Haufenweise Monster, ziemlich viele unterschiedliche auch, ziemlich challenging. Überhaupt der Bossfight, den ich mich gerade hinbekämpfe. Der Aspect-Bossfight, das sind die Todesengeln so in die Richtung. Timing ist wichtig, überhaupt mit Beat treffen. Wie schon gesagt, habe ich nicht gut. Beim Nachladen kann man auch richtiges Timing treffen, damit es besser nachgeladet wird. Besseres Nachladen. Ach komm, überhaupt schlechtes Timing da, ja, man sieht's, das schlechte Timing. Ist fast kein Spiel, wo man so viel reden darf. Kopf ausschalten, reinhupfen, sich durchschießen probieren. Perfekt nachladen natürlich. Oh, diesmal vermisst. Vom Eastwood. Ja, reden geht schwierig in diesem Spiel. Muss man sich zu viel konzentrieren auf Hacken, Slashen. Die Waffen kriegen Ultras, dann werden sie stärker. Ab, Engel, Engel. Oh, das geht gerade viel ab. Da ich ja gleich, wenn ich die Waffe voll kriege. Mit dem blauen Flügel ist der Engel. Oh, wenn ich es überhaupt überlebe. Das wäre kein guter Anfang. Und dann nicht den Druck. Oh, da sind grüne Kristalle. Grüne Kristalle geben Leben. Leben aufgefüllt. Gibt gerade einfach viel zu viel ab da. Das ist das Ultra, da kommt dann der zweite zur Unterstützung. Oh, ist der gerade explodiert? Ich glaube, der macht gerade Fettschaden und der Engel ist tot. Da muss man erstmal reinkommen und das Spiel gibt es auf drei verschiedenen Schwierigkeiten. Ziege, Goat und Beast oder so. Und natürlich das Beste ist dann ziemlich schwierig. Ich spiele gerade auf Goat, also die zweitschwierigste, das normale eigentlich. Und das ist schon sehr challenging. Und dann gibt es natürlich ein weitreiches Leaderboard auch noch, wo man sich testen kann. Was? Ja, auch gutes Endgame eigentlich ist. Die Leute, die sich da noch weiter testen und kloppen wollen. Also ein ziemlich high quality 30 Euro Spiel, kann man sagen. Und der Typ hat einfach viel zu viel Leben mit seinem Schild. Und das Schwert macht auch fast am wenigsten Schaden. Aber ich muss es auch leveln. Salt heavy in the air now. Ruination on the mind. Eine rein da in die U-Bahn. Ich werde es auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall ein bisschen stocken, weil es eigentlich Bock macht. Und ich glaube erst nächsten Monat wieder was Neues, Gutes vielleicht rauskommt. No trains run das here. Not ever. Tunnel's so dark and deep ain't no one ever come back from.
Ich weiß gar nicht, wie gut das Spiel sich verkauft hat, ist bei Indie-Titeln immer ein bisschen schwierig zu sagen. Okay, die Waffe ist vollgeladen. Kann ich dann euch auch noch zeigen. Wird ja ein bisschen komplizierter. Die Kristalle explodieren, machen ein bisschen extra Schaden bei Gegnern. Ist gut bei stärkeren Gegnern einzusetzen. Wie gleich kommen werden. Ich habe in letzter Zeit viele Spiele wie Stray gespielt. Scape habe ich gesagt. Ein bisschen Fallout, deutsches Permadeath Op, das ist ein stärkerer Gegner. Okay, komm jetzt zum Crystal Baby. Hopp, zweimal verfehlt. Ach, setzen wir das Ding einfach mal ein. Es macht mich ein Fett einfach Schaden, alles was um mich herum ist, wenn ich nah rankomme. Aber die brauchen halt ein bisschen, um aufgeladen zu werden, die Ultis. Sonst hängt nur noch ein Ulti. Den habe ich bald bereit, das ist einfach Hack'n'Slash mehr dann. Wie ich gerade ihn weggeslashed habe. Ja, es gibt Shotgun, es gibt eine Armbrust, die explosive Bolzen schießt. Die ist fast am besten. Habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weil ich diese Waffen mal ausprobieren will beim Boss dann. Überhaupt die Doppelpistole, wenn man das Nachladen trifft, die ist richtig gut. Wenn man trifft halt. Das Spiel kann man auch mit Remnant from the Ashes vergleichen. Dark Souls vielleicht nicht so ganz. Hat doch ein bisschen einen eigenen Flair. Obwohl, vielleicht mit Doom und Dark Zone sind die großen Spieler, mit denen Vergleich man eine Anstellung könnte. Hat auf jeden Fall Zukunft. Wäre cool, wenn das mehr gespielt wird. Okay, wo sind die Bösen da? Den mag ich nicht. Der macht mich auch fast gleich weg. Wow. Okay, grünes Kristall. Bisschen gefährlich, einfach gefährlichst. Ja. Und das war's auch fast mit mir. Ja, das ist nicht cool, nicht cool. Okay. Dafür braucht man die Armbrust für diese Typen fast. Come for, but she don't run. Okay, das war kein guter Start für mich. Gibt's gratis Gegner zum Zerlegen noch? Ab, ich schaff's einfach nicht, das Reload zu treffen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geschaut. Die Fliegen sind auch ein bisschen nervig mit ihren Giftspritzen. Aber falls ihr euch Scape bei mir angeschaut habt, die haben viel nervigere Gegner. Okay, kein Leben zurückgeholt. Da bin ich gerade ein bisschen langsam damit. Under that sky, any other spirit would have turned back. Not you, unknown. Dann haben wir nochmal Troy Baker, ziemlich bekannter Voice Actor. Also haben sie auch Voice Actor gescheit eingekauft. Metal-Hintergrundmusik ist auch oft ziemlich gut. Bei einem Level habe ich einen Copyright Strike bekommen, also anscheinend nicht alles ganz so gratis. Aber es war keiner, der meinen Kanal in Gefahr bringt, was auch schon mal ein guter Anfang ist. Ah, das Aktivist abgeblockt hat, das Shield. Deswegen zerlege ich den meistens mit dem Schwert. Hätte gern die Armbrust noch mitgenommen, die ist richtig gut. Und die Fähigkeit, die ich mir ausgewählt habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das viel gebracht hat bis jetzt. Das werde ich dann beim Bossfight merken, ob ich ihn beim vierten Mal, dritten Mal, beim dritten Mal schaffe oder ob ich mir noch was auswählen muss.
Da kann man ein bisschen farmen. Schwerter-Hits. Also vom Ausschauen her schauen die Maps richtig gut aus. Also Aufbau, Voice Acting. Jetzt muss ich mich konzentrieren auch noch. Schaut fast wie ein AAA-Game aus. Kampagnenlänge ist halt kürzer, ja. Aber ich hätte fast sagen, mich sagen trauen bei diesem Spiel, dass es fast eigentlich man es schon für 40 Euro verkaufen hätte können. Noch auch wieder verfehlt. Wenn man andere Indie-Spiele im Vergleich dazu hat, sind die nicht so high quality. Grafik ist richtig cool. Die Code auch gerade auf 2K. Schaut eigentlich verdammt gut aus, das Spiel. Auch noch ein Engel. Ah. Kannst du ein bisschen stunnen, das ist gut. Und sagen. Oder nicht noch irgendwo. So ein extra Boost für mich. Okay, dieser Fight wird schwierig wieder. Was habe ich da? Nicht gut gelevelt bis jetzt. Ich muss ja alles hier leveln. Oder viel danach gibt es nicht mehr. Okay. Oh, okay. Sicherheitsabstand. Der ist gefährlich, der Typ. Okay, der Start war nicht so schlecht bis jetzt. Oh, die Waffe ist voll aufgeladen. Gehen wir diese Waffe weiter leveln. Ist wichtig, dass für den Endboss die Waffen gut aufgeladen sind. Ich muss sonst nach Laden denken. Ach komm schon. Ich bin schon fast vermasselt. Ah ja, natürlich. Dann spielt er wieder Rocket League, wenn ich kurz vom Endboss bin. Oh, Fliege! Nein, Nachladen vermasselt. Also, ich habe es gestern gekauft, das ist am 15. rausgekommen. Jetzt bin ich schon 8 Stunden im Spiel. Für mich eigentlich eine gute Zeit ist. Okay. Können wir mal zerhacken und slashen. Und auf jeden Fall von den Indie-Spielen, das ich dieses Jahr gespielt habe, ein paar Demos waren dabei. Wo Angerfoot zum Beispiel dabei war, Ripouts, Trapping. Trapping und Angerfoot waren auch ziemlich cool, auch von den Indie-Spielen ist es auf jeden Fall eines der besten. Anger. Das ist schon viel zu high quality, um zu sagen, dass es ein Indie-Spiel ist. Nein. Nachladen vermasselt. Oder da ist der Erzmagier von denen. Oh, das war nicht so geplant, aber ich nehme es. Habe ich den jetzt vernichtet? Ja. Perfekt nachgeladen. Vielleicht habe ich euch dann noch ein paar andere Waffen dazu rein. Als kleine Clips. Und ich habe eigentlich einen Clip noch aufgenommen. Von einer Prüfung, einem Tournament, das sind die Prüfungen. Engel, Engel, Engel. Ah, Mist. Korkt. Die Engel sind gar nicht die gefährlichsten Gegner hier. Gleich am Ende, ja. Ah, der war gut nachgeladen.
was jetzt dann noch kommt, das wird das Schlimmste sein. Ab, da kommen die Einladungen. Oh. Ich schreibe jetzt. Cut hier. Cut. Ah. Why do I glitch right here? Ich hab ganz vergessen, dass ich gerade noch im Aufnehmen bin. Oh je. Yeah. Nein, nein. Mist. Mist. Everything building to this moment. Chaos come home for the judge. Ich brauche Leben. Oh, ey. Rufe ich tatsächlich ohne Leben rein? Okay, sie geben mir noch Monster. Gears keep grinding souls down to nothing and back forever. I'm sure. Was für ein Start. Okay. Bevor ich da noch mehr verliere. Ah, es gibt ja noch eine fette Stage hier. Es gibt ja noch eine fette Stage. Das war ja noch nicht mal die schlimmste Stage hier. Timing ist schwer zu treffen manchmal. Aber danke fürs Zuschauen. Peace out.